MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Pauline Erdmann. Für viele Jugendliche im Erzbistum geht es jetzt im Frühling los. Die Firmenvorbereitung startet. Die findet größtenteils in den Vereinen statt, aber nicht nur dort. Die Big Base, die Jugendstelle für München Mitte, hat jetzt zum Auftakt der Firmenvorbereitung zu einem großen gemeinsamen Aktionstag eingeladen. Am Sonntag in einer Woche findet der statt, und zwar in St. Bonifaz. Jugendseelsorgerin Clara Schönfelder. Der Gedanke ist, dass Firmung ja nicht nur was mit der Pfarrei vor Ort zu tun hat, sondern es ist ja ein Sakrament, wo man nochmal bestätigt, dass man Christ, dass man Christin sein will. Und natürlich hat das viel mit Gemeinschaft zu tun, was ja auch man in der Pfarrei finden kann, aber auch darüber hinaus. Und dann kann man auch mal Jugendliche aus anderen Pfarreien kennenlernen. Und es ist auch für uns Hauptamtliche und auch die Ehrenamtlichen leichter, weil wir Ressourcen bündeln können und ja, einfach besser zusammenarbeiten können. Rund 200 Firmlinge werden zum Auftakt-Event erwartet. Nach einem kurzen gemeinsamen Auftakt können die Jugendlichen den restlichen Tag in Kleingruppen aussuchen, an welcher Aktion sie teilnehmen möchten. Da ist was Musikalisches dabei, da haben wir MusikerInnen hier. Oder wenn man jetzt vielleicht nicht so gerne so auf der Bühne, sage ich mal, stehen will, etwas Gutes für die Schöpfung tun. Nach einem kleinen Input zum Thema Müll und Mülltrennung gehen wir los und sammeln Müll auf. Und dann haben wir auch zum Beispiel eine Entschleunigungsspur. Und also ganz viele verschiedene Sachen. Und die Firmlinge kommen einfach, die wissen gar nicht so genau, was sie erwartet und können in dem Moment entscheiden. Dann sind sie den Nachmittag unterwegs und nach einem kurzen Abschluss hier zusammen geht es dann wieder nach Hause. Etwas für andere tun und sich dabei selbst kennenzulernen. Hoffnung schenken ist das gemeinsame Motto hinter den einzelnen Aktionen. Ein konkretes Ziel zu haben, ist Teil des Firmenprozesses, sagt Schönfelder. Die Firmung ist der Moment, da sagen wir dann, ja, du bist jetzt erwachsener Christ, erwachsene Christin. Und das bedeutet auch, dass du einen Auftrag hast von Gott. Und dieser Auftrag kann zum Beispiel lauten, Hoffnung zu schenken. Pflicht klingt immer so anstrengend und furchtbar, aber das ist ja eigentlich was sehr Schönes und bedeutet, dass man ernst genommen wird als erwachsener Mensch und einfach ein ganz vollwertiges Mitglied so der christlichen Gemeinschaft wird, was eben auch was für andere tut. Spaß ist das eine, was die Firmlinge am Schluss gehabt haben sollen, sagt Schönfelder, aber auch die Erfahrung, selbst etwas bewirken zu können. Sie müssen dann ja da auf die Menschen auch zugehen bei vielen der Aktionen und dass sie sagen können, ja, das hat mich vielleicht auch Überwindung gekostet, aber ich habe mich getraut und dann habe ich dafür jemanden was getan und der Mensch hat gelächelt und ich habe den Tag dieses Menschen ein bisschen besser gemacht. Und das zu lernen, so diese Macht, die wir da ja auch haben und dass auch sie haben, auch wenn sie so auf dem Weg zum Erwachsenwerden sind und vielleicht manchmal hören, ja, dass sie im Vielen noch so machtlos sind, aber das auch zu erkennen, wie machtvoll sie doch auch sind. Los geht es am Sonntag in einer Woche ab 13:30 in St. Bonifaz. Außerdem plant die Big Base Jugendseelsorgerin noch weitere gemeinsame Events im Frühling. Und wir wünschen natürlich auch allen Firmlingen in den anderen Dekanaten eine gute Firmenvorbereitung. Seit Ostermontag gibt es das neue Magazin Inhalten. Es löst die bisherige Kirchenzeitung ab und erscheint ab jetzt alle 2 Wochen. Bei mir im Studio ist jetzt Chefredakteur Florian Ertel. Hallo Florian, schön, dass du da bist. Seit ein paar Tagen ist das Magazin jetzt erhältlich. Wie war denn der Start? Ja, grüß dich Pauline. Ja, der Start war vielversprechend, sage ich mal. Sehr viele Leserinnen und Leser waren sehr interessiert an dem neuen Produkt, an der Optik, an der Haptik, wie schaut's aus? Und natürlich auch an den Inhalten. Wir haben sehr viele Rückmeldungen bekommen, postal, per E-Mail, auch Anrufe. Ja, es gibt viel Lob, es gibt auch die ein oder andere kritische Anmerkung, aber das ist bei solchen Prozessen immer ganz natürlich. Und wir schauen, dass wir jetzt das Projekt, das man natürlich an einem Hochfest wie Ostern gestartet hat, sozusagen auf die Gleise des Alltags zu betten, ja, dass wir also auch, wenn Ostern vorüber ist sozusagen, dass wir da auch in bewährter Weise weiter agieren können. Du hast es gerade angesprochen, es gab Lob, aber auch Kritik. Kannst du da 1-2 Beispiele von jeder Seite nennen?
Also Lob, ganz interessant war eine Leserzuschrift aus Landshut, die ich bekam. Der fand es sehr gut, dass sich das Format geändert hat, dass die Bögen jetzt nicht mehr so groß sind und vor allem, dass das Produkt als Magazin, als Heft eben geheftet ist. Und kritische Anmerkungen, ja, es ist, dass natürlich der Umfang von 68 Seiten erschreckt manchen, weil wir hatten jetzt in der Wochenzeitung 32 Seiten und also wir haben uns quasi aber verdoppelt, also insofern hat sich an dem Umfang nichts Großes geändert, aber das wirkt vielleicht ein bisschen abschreckend und ja, natürlich dann auch, wo ist denn was im Magazin und da muss man sich auch erst wieder zurechtfinden. Wo ist denn was? Du sprichst es gerade an. Wie darf ich mir denn jetzt das Magazin vorstellen? Was erwartet die Leserinnen und was hat sich verändert? Ja gut, ich meine, wir sind ja ein bundesweites Produkt sozusagen. Also wir haben einen Zentralteil. Es sind 15 Diözesen dran beteiligt und dieser Zentralteil läuft in allen 15 Ausgaben sozusagen. Es ist aber nicht so, dass das strenge Blöcke wären, sondern das ist alles eben sehr fließend und alles auch im gleichen Layout, damit eben keine Brüche entstehen. Und wir leisten natürlich dann auch unseren Anteil hier mit der regionalen Berichterstattung und ja, ich kann mal sagen, dass wir vielleicht, weil es ja eben jetzt 14-täglich nur noch erscheint, diese terminliche Berichterstattung etwas zurückgefahren haben und stattdessen etwas mehr mit Hintergrundgeschichten in die Tiefe gehen. Und normalerweise hast du uns jetzt an dieser Stelle den Inhalt der Kirchenzeitung vorgestellt. Was ist denn jetzt der Inhalt von Innehalten? Ja, auch das wieder natürlich, weil es sich um ein Osterheft, was 2 Wochen vorhalten soll, handelt, haben wir natürlich den Fokus auf das Geschehen der Auferstehung mitgelenkt. Wir haben die verschiedenen Ostersymbole gedeutet, erklärt, aber wir haben auch, ja, wie soll ich sagen, versucht herauszuarbeiten, was denn Auferstehung gerade auch für das persönliche Leben im Hier und Heute des jeden Einzelnen bedeutet. Und wenn jetzt die Leser und Leserinnen und Hörer auf den Geschmack gekommen sind, wie bekomme ich denn jetzt das neue Magazin? Wo kann ich es erhalten? Also man kann sich vertrauensvoll hier an den Michaelsbund wenden natürlich. Man kann unter innehalten.de online gehen, kann dort ein Probeexemplar kostenlos anfordern. Man kann sich informieren an Plakaten und Flyern, die ausliegen. Und natürlich kann man also besonders jetzt auch noch in den Citykirchen hier in München, kann man natürlich auch direkt hingehen und schauen, ob zum Beispiel am Schriftenstand noch etwas vorhanden ist. Aber ich glaube, da muss man sich ein bisschen sputen, weil das Interesse war wirklich sehr groß. Vielleicht noch eine Möglichkeit bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund hier an der Herzog-Wilhelm-Herzog-Spitalstraße. Auch die haben es vorrätig. Das klingt vielversprechend. Vielen Dank, Florian, dass du heute da warst und das neue Magazin Innehalten vorgestellt hast. Ja, das neue Magazin Innehalten ab jetzt alle 2 Wochen in Kirchen im Erzbistum als Abo nach Hause geliefert, online auf innehalten.de oder in der Michaelsbund-App. Die meisten von uns haben ja einen Job, wo sie viel zu viel sitzen. Da macht es Spaß, mal etwas ganz anderes zu machen. Wie wäre es denn damit, ein 5x10 Meter großes Schiff aus Baumstämmen zu bauen? Die Eltern der Kinder des Kindergartens St. Peter und Paul in Olching haben das gemacht. Und meine Kollegin Steffi Schmidt hat sie für die Sendung Kita Radio besucht. Hallo Steffi. Hallo Pauline. Das klingt ja nach einem riesigen Bauprojekt. Ja, also das ist echt sehr, sehr groß. Das haben Eltern zusammen mit Robert Schmidt-Rujo von der Firma Gemeinsam Gestalten zusammengebaut. Dieses Schiff ist aus Robinienholz und da kann man klettern, turnen, rutschen, balancieren. Unzählige Möglichkeiten gibt es, wie man auf diesem Piratenschiff spielen kann. Und eben das Besondere ist, dass die Eltern das zusammen mit dem Firmeninhaber und ein paar Helfern von ihm selbst innerhalb von etwa einer Woche aufgebaut haben. Ui, das klingt aber schon aufwendig. Ich gehe ja manchmal auch ganz gerne mit dem Akkuschrauber um, aber das klingt nach schwierigeren Aufgaben. Konnten die Eltern das überhaupt? Naja, mir wurde gesagt, dass Robert Schmidt-Rujo, der das Ganze eben angeleitet hat, dass der da ein ganz, ganz gutes Händchen oder einen ganz, ganz guten Blick dafür hat, was der Einzelne kann. Bei mir waren es die Seile. Ich habe die allermeisten Seile dran gemacht am Schiff. Es hat einen ganzen Tag Arbeit gekostet. Man glaubt es kaum, aber jetzt kann ich um 3 Uhr in der Nacht so ein Seil festmachen. Und es waren viele Seile und ich habe nicht gedacht, wie stabil man die festmachen muss, damit es für die Kinder auch sicher ist. Aber es war sehr spannend und Einsatz war echt, man ist den ganzen Tag beschäftigt. Unglaublich, ja.
Andere haben vielleicht gesägt, gebohrt, geschraubt. Also da gab es ganz, ganz viel zu tun. Und das finde ich auch das Faszinierende, was bei diesem Schiff, wie bei allen diesen, sag ich mal, Bauwerken, nichts von vornherein vorgegeben ist. Also die hatten da ein altes Kletterschiff stehen, das morsch und in Jahre gekommen war. Diese Fläche hatten die. Viel mehr Voraussetzungen, als dass das da hin musste, gab es nicht. Und dann ist ganz, ganz viel im Bau entstanden und jeder konnte sich einbringen mit dem, was er konnte oder wollte. Auf jeden Fall klingt das nach jeder Menge Spaß. Und es ging ja dabei nicht darum, Geld zu sparen. Nein, absolut nicht. Es ging darum, dass alle zusammengeholfen haben, zusammengearbeitet haben, so etwas entsteht. Und viele Eltern, die es ermöglichen konnten, haben vielleicht auch ein, zwei Tage Urlaub genommen, um da dabei zu sein, weil das einfach ein schönes Projekt ist, wo man als Eltern in einem Kindergarten auch zusammenwachsen kann, sich austauschen kann und ja ganz viel miteinander erlebt, was man sonst einfach im Alltag nicht so erlebt. Und das bringt den Kindern auch was? Also die Kinder haben erstmal zugeschaut von drinnen. Und die sind auch jetzt noch, das habe ich mitgekriegt, richtig stolz, dass da der Papa oder die Mama vielleicht mitgebaut haben. Die wissen ganz genau, welches Seil oder welches Brett hat meine Mama angebracht. Und dann ist es für die Kinder natürlich auch so, wo sich die Eltern wohlfühlen, da fühlen sich auch die Kinder wohl. Und der Anleiter, Herr Schmidt-Ruju, hat mir erzählt, dass manchmal halt dann noch Jahre später, 10 Jahre später, gehen Eltern vielleicht an so einer Kita vorbei. Die Kinder sind längst in der Schule und trotzdem denken die Familien, ja, super, bei dem Bauwerk waren wir dabei. Also das schafft so eine ganz besondere Verbindung. Das alles diese Woche im Kita-Radio oder überall da, wo es Podcasts gibt, unter kitaradio.de. Endlich ist es soweit und das erste sonnige, warme Wochenende steht vor der Tür. Doch was tun, um das Beste aus dem Wochenende herauszuholen? Mein Kollege Willi Witte hat da ein paar Tipps für Sie. Münchner Kirchenradio, Veranstaltungstipps. Mal schnell eine Zeitreise über 500 Jahre machen, das lässt sich einrichten mit der Münchner Stadtführung für Kinder. Am Samstag machen Sie sich auf die Suche nach den Spuren der ehemaligen Münchner Stadtmauer. Vorbei an historischen Gebäuden, vom Isartor bis zur Residenz, gehen die Kinder zum Beispiel der Frage nach, warum die Herzöge von Bayern ihre Burg in die Stadtecke und nicht mitten auf den Marienplatz gebaut haben. Die Führung für Kinder beginnt am Samstag um 14 Uhr im Innenhof des Isartors und dauert etwa 1,5 Stunden. Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden und zahlen 8 Euro, Erwachsene 14 Euro. Der Gottesdienst zum Weißen Sonntag in der Münchner Pfarrkirche St. Paul bietet den Besuchern ein Zusatzprogramm, ein Künstlerin-Gespräch zur Osterkerze 2024. Gestaltet hat sie Judith Egger als Spirale, symbolisch für das Vergehen der Zeit. In dem Wachskörper sind Goldstückchen und Dornen eingearbeitet, als Symbol für das Leiden Christi. Wie bei den mittelalterlichen Stundenkerzen fallen beim Abbrennen nach und nach Dornen und Goldklümpchen heraus, in unregelmäßigen Abständen, als Zeichen für die goldenen und die dornigen Momente im Leben. Der Gottesdienst mit Künstlerin-Gespräch beginnt am Sonntag um 11 Uhr in St. Paul, begleitet von Orgel, Gesang, Trompete und Cello. Zu seinem Osterkonzert lädt am Sonntagabend der Münchner Chor Gospels and More in die Kirche St. Maximilian Kolbe ein. Die 40 Sängerinnen und Sänger verschönern den Wochenendausklang mit ihrem breit gefächerten Repertoire. Da wechseln sich Traditionals mit Spirituals ab, auf Musical-Songs folgen Soul- und Pop-Klassiker. Mit dieser bunten Mischung laden Gospel and More am Sonntag um 18.30 Uhr nach Neuperlach ein, zum Osterkonzert in St. Maximilian Kolbe. Der Eintritt ist frei, Spenden sind hochwillkommen. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast. MKR, mehr Tiefgang für den Süden.